Moin Leute, willkommen zurück zu Leaf. Ihr wundert euch vielleicht, warum ich an dieser Stelle hier weitergemacht habe. Die letzten Aufnahmen habe ich ja so ein bisschen versaut. Das habe ich ja in meinem Saturday with Foodie erzählt. Und weil ich die versaut habe, musste ich mir ein neues Healthgame holen. Und das ist natürlich nicht genau passend mit meinem. Aber es ist schon relativ dicht dran. Und ich glaube, das war auch ungefähr diese Stelle, wo wir das letzte Mal, was ich versaut habe, aufzunehmen. Und deswegen geht es jetzt an dieser Stelle einfach mal weiter. Man kann ja eh nicht genug davon kriegen, wenn sich jemand gruselt, wa? So, erstmal das Mic ein bisschen ausrichten, so. So, genau, das kenne ich noch. Das habe ich, glaube ich, im Livestream gespielt. Diese Stelle. Dann brauche ich die Briefe ja nicht mehr zu lesen. Die haben wir ja schon mal gelesen und ich weiß, glaube ich, auch noch so ungefähr, worum es da ging. Naja, ich musste eben auf jeden Fall auch schon ein kleines Stück wieder spielen, um hier hinzukommen. Ey, Leute, wenn ich das Spiel geschafft habe, ne, dann gibt es, glaube ich, jetzt mal keine mir nicht bekannten Horror-Games. Erstmal. Vielleicht auch doch, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich Herzklabaster bis zum geht nicht mehr. Oh, ist er durchgefallen. Auch gut. So, wie komme ich jetzt da rüber? Kann ich einfach ins Wasser? Und dann springen? Oder so? Nicht so. Springen. Ja, perfekt. Super, läuft. Okay. So, jetzt mussten wir, glaube ich, so ein gelbes Teil suchen. Für dieses Gerät. Was da rumsteht. Ja, obwohl ich weiß, dass hier jetzt nichts ist, habe ich trotzdem irgendwie Angst zu sprinten. Das ist ganz komisch. Mich Tischlermeister Frudi. Zack. Oh, düster ist es hier. Mensch. So, und ich meine, dass das Teil hier hinten lag. Jawohl. Das habe ich beim letzten Mal so lange gesucht. Wow, ruhig. Der randaliert der Kiste, randaliert. Okay, das haben wir auch schon alles gelesen. Beziehungsweise ich, ja, ich glaube die nächsten, die lese ich dann auch mal. Scary. Hier oben ist nichts. Noch nicht. So, erstmal hier ein bisschen aufräumen. Hat irgendjemand hier richtig dreckig alles hinterlassen? Das mag ich ja nicht, ne? So, das ist kontaminiert, das Wasser. Den sollten wir nicht zu nahe kommen. Boah, heftig. Toll, wenn man solche Soundeffekte hat, oder? Das macht richtig Lust auf mehr. So, jetzt muss man ein kleines Türmchen bauen. Gucken, ob. Nein! Kackding, du. Mann! So, stehen bleiben. Mal gucken, ob das läuft. Nein, bleib. Nein! Kiste. Stay. Hello from the... Oh Mann.
macht mich fertig, die Engine. So. Sehr schön. Hauptsache, wir haben es jetzt geschafft, ne? Und ich weiß noch genau, da kommt jetzt ein blaues Kraftfeld. Und danach, wenn man da irgendwas aktiviert hat, kommt da mal wieder so ein Minenarbeiter, so ein Böser. Obwohl wir denen doch nichts getan haben. Deswegen weiß ich nicht, warum die so böse sind. So, irgendwo hier ist der Generator. Auf der anderen Seite, okay. Also hier kommt man jetzt nicht ran von der Seite. Also ich habe zwar noch im Kopf, aber ich kann mich nicht mehr so ganz genau an die Rätsel erinnern. Hier nicht. Zack. Wow, 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 wow. Wir sind blue. Wir sind blau, wie es nur geht. I'm blue, I'm a dear, but I am a dear. Ich würde mal sagen, wir machen uns hier erstmal so ein paar Notausgänge frei. So, dann nachher hier irgendwo so reinschlüpfen kann. Ey! Achso. So, ich vergesse das immer, dieses Zeug zu nehmen, ne? Flaschen halt für unsere Fähigkeit. Mann, man merkt, es ist Montag, ich bin nicht zu gebrauchen. Nicht zu gebrauchen. Alles gut bei dir? Du siehst ein bisschen müde aus. Poltert denn hier so? Der Generator. Zack. Wozu die Hände benutzen? Wenn wir auch, ja, unsere Hände benutzen können. Eigentlich benutzt er ja trotzdem seine Hände, ne? Nur aus einer etwas weiteren Entfernung. Ich frage mich, was das bedeutet, wenn dieser blaue Nebel hier überall rumschwirrt. Ganz, ganz komisch. Auf jeden Fall, wenn wir die Generatoren ausgeschaltet haben, dann verschwindet das. Was bedeutet das wohl? Ja, tschikati, tschikati, tschikati. Angst. Ich habe das, glaube ich, das letzte Mal nicht von der Seite aufgemacht, das Ding. Ausgemacht. Deswegen weiß ich... Ich weiß nicht, wo der hier spawnt. Sprinten, aber... Kommst du? Er kommt. Nee, bleib stehen. Er guckt sich die Wand an. Nee, er kommt hoch. Oh! Oh! Wo verstecke ich mich? Verstecke ich mich? Hier? Oh Gott. Bete, dass ich nicht gesehen werde. Ah! Nein! Nein! Nein!
ist ja schon weit weg. Oder? Wo ist er wohl? Wo ist er? Da ist er. Er zerstampft Truhen. Wird er mich wohl sehen? Ich glaube nicht, oder? Oh oh. Nicht gesehen. Nicht gesehen. Aber ich glaube, der hat mich gehört. Deswegen ist er umgekehrt. So. Wir sind jetzt hier. Und er läuft hier irgendwo. Irgendwo läuft er. Geht hier gerade, oder? Der ist doof. Doch, der ist hier. Sieht der mich nur durch die Gitter? Ich will ihn doch atmen. Wo ist er? Ja? Was denn? Der hat sich so ein bisschen an wie so ein Raptor. Das mache ich jetzt einfach nur, weil ich mich sicher fühle hier vor ihm. Problem ist, ich weiß nicht mehr genau, wo ich hin muss und was ich machen muss. Deswegen habe ich so ein bisschen die Hosen voll. Gerade. So ein bisschen. Ah, hier muss ich durch. Oder? Komm mir nicht zu nah, mein Freund. So. Sauber. Haben wir das auch geschafft. Auch ein Stück schneller als das letzte Mal. Da bin ich erst zurückgelaufen und habe den Weg gesucht und den Schalter und... Ach. War das ein Kuddelmuddel, Jungs. Das kann ich euch aber sagen. Ja, das Spiel hält auf jeden Fall bei Laune. Immer noch. Aber ich finde, das Spiel wäre auch schon spannend genug ohne diese Viecher, die halt immer rumlaufen. Also ohne diesen Survival-Aspekt. Ach, das ist, glaube ich, jetzt dieses krankenhausmäßige, also dieser krankenhausmäßige Abschnitt, wo man unter anderem auch diesen Patienten da auf dem Tisch sieht, der dann aber auf einmal verschwindet. Und spätestens dann, also an der Stelle, da ist echt das Vertrauen in die toten Gegner verloren gegangen in mir. Weil... Wie kann etwas, was tot ist, einfach wieder aufstehen? Hm? So, komme ich jetzt hier runter? Ja. Tut mir nicht weh? Sind das die Schlimmen? Nee, das sind die Guten. Dass hier auch überall so Leichen in irgendwelchen Säcken eingewickelt sind, ne? Die können wir noch anders verwenden. Die Säcke.
Geigenhumor. Aha. Nö. Ach, jetzt muss ich wieder zurück. Genau, stimmt. Und jetzt die Hebel einmal umlegen. Ups. Das war falsch. Moment, wo war das? Hier. Hier war das. So. Glaube ich. Ja, genau. Genau, 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 genau. Puh. Außer Atem. Und hier habe ich meinen letzten Let's Play echt versucht, immer irgendwie. Vielleicht geht das ja jetzt nochmal. Ja, ich bin immer hier so gegengelaufen. Irgendwie so. Auf jeden Fall bin ich dann so hier immer rüber gesprungen. Wie durch magische Hand. Und das fand ich immer ganz witzig. Hat diesmal leider nicht geklappt. Schade. Wäre es auf jeden Fall wert gewesen, euch zu zeigen. So, Kiste. Noch eine Kiste. Kiste, Kiste. Kiste. Komm, vielleicht an der Kante hängen bleiben. Jawohl. Ja, sehr schön. Dass man im Videospiel auch immer so faul ist, ne? Man muss sich ja nicht mal bewegen. Naja, aber ich glaube, das macht fast jeder so. Ja, genau. Das war die Stelle. Die Stelle. Setback. Page 3 has silently left our world for the next. Maybe he find peace where we are. Ja, der Dr. Rosenberg, ne? Das ist ein ganz, ganz komischer Fuchs. The care and study of the patients has become quite the nuisance. Attempts at washing have been met with violence and they have become increasingly uncooperative. Mein Englisch ist echt super toll. Toll, 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 toll. Horrific this. Ja. Es geht auf jeden Fall bergab mit den Patienten hier. So viel kann ich euch sagen. Bergab geht es. Dank Dr. Rosenberg, denke ich mal. Vielleicht habe ich es auch ganz falsch verstanden. Das kann ja sein, ne? So, hallo Patient. Verstörte Patienten sind hier am Werk. Hey. So. Even though the subjects are showing signs of improvement, their mental state is still deteriorating. I do not feel too well. Ja. Ich lasse es. Ich versuch's, aber ich sollte es lieber lassen. Hi. Ich wusste, dass du kommst, mein Sohn. Hi. Sieht der mich? So sehen die also aus. Gruselig. Ich kann so aussehen. Ehrlich gesagt. Ja, meine Freunde, an dieser Stelle machen wir auf jeden Fall erstmal Cut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass ihr in der nächsten Folge dabei seid und wieder mit mir fiebern könnt und euch gruseln könnt. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch mal meine anderen Let's Plays anschauen. Vielleicht Crash Bandicoot, was zurzeit läuft. Oder halt auch meine Vlogs. Saturday with Fruity, da sind 2 Folgen rausgekommen. KW 41 und KW 42. Wenn ihr wollt, schaut doch einfach mal rein. Und sonst lasst auch mal ein Abo da und auf jeden Fall einen Daumen hoch. Wird mir auf jeden Fall wirklich weiterhelfen. Dann bis zum nächsten Mal und wie immer, stay fruity, euer Fruity Gaming.